Wasserversorgung Pratelen besteht aus zwei Komponenten. Notwasserversorgung und die normale Grundwasserversorgung. Im ersten Teil sehen wir die Notwasserversorgung vom Reservoir Lilienhof. Dort werden, wenn genug Quellwasserertrag ist, 9 Dorfbrunnen gespeisen mit Quellwasser. In der ersten Sequenz sehen wir meinen Stellvertreter, den Mauro Fareri, der einen Kontrollgang macht beim Notwasserreservoir Lilienhof. Zweite Sequenz, Grundwasserpumpweg Reimeli. Dort fördern wir das Grundwasser fördern für die ganze Bevölkerung von Pratelen. Das Grundwasserpumpweg Reimeli ist das grösste Pumpweg, das wir haben. Die Förderkapazität besteht aus 5'000 Liter Minuten, wo wir dort Grundwasser fördern können. Wir sehen den Mauro Fareri beim Kontrollgang. Er lädt jetzt gerade den Pumpe an und macht dann den Rundgang im Pumpweg. Am kommenden Samstag, am 12. November, findet die Führung statt von den zwei Objekten, die wir gesehen haben. Die Bevölkerung von Pratelen ist herzlich eingeladen. Die Führung beginnt am 13.30 Uhr im Reservoir Lilienhof. Anschließend wird zum Berg Kremeli angeschaut und der Schluss der Veranstaltung ist am 5. Uhr.